Hola, señoras und señores. Auf nach Mexiko. Heute machen wir frische Wraps mit Avocado und dazu einfach so eine kleine Tomaten-Bohnen-Pampe, nenne ich mal einfach so, so eine Art Chili con Carne, bloß halt tomatisierte Bohnen. Nennen wir es tomatisierte Bohnen. So, Punkt aus, fertig. Und dazu gibt es jede Menge knackiges Gemüse. Knackig, nicht knackiger. Ja, nichts Falsches denken. Und logischerweise Avocado. Habe ich das schon gesagt? Also, Avocado-Wrap, Bohnen mit Tomaten und leckerem Gemüse. Dazu einem feinen Koriander-Knoblauch-Dip. Und das Ganze natürlich vegetarisch, weil es muss ja nicht immer Fleisch sein. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt die Zutaten. Und bevor ich hier lange mich verquatsch, legen wir los. Bis gleich. Wir haben hier Senfkörner, Koriander, Maismehl, Weizen, Eiermilch, Salat, Cheddar-Käse, der gute, ein paar Kidneybohnen, geschnittene Tomaten, grüner Paprika, die Avocados, Zwiebeln, nochmal frischen Koriander, Zitrone, ein wenig griechischen Joghurt oder auch normalen Joghurt, ist egal, und ein bisschen Sesam und Tomatenmark. Als erstes bereiten wir den Teig für die Fladen vor. Dazu packen wir die 4 Eier und die 800 ml Milch in einen großen Messbecher. Ich habe gesagt, in einen großen Messbecher, ja, also nehmen wir einen großen. So, packen alles hinein, mit dem Mixer ordentlich vermengen. Links oben seht ihr, wie ich jeweils einen Esslöffel Senf und Korianderkörner klein mörser. Das kommt später in den Teig hinzu. Dann wiegen wir ca. 200 Gramm Weizenmehl und 200 Gramm Maismehl ab, packen die gemörserten Gewürze, die Sesamkörner und noch ein wenig Zimt und dann das Milcheiergemisch hinzu und ordentlich mit dem Zauberstab Klümpchen frei rühren und mixen. Schön ordentlich durchmixen. Seid ihr euch sicher, dass keine Klümpchen mehr drin sind, geht es nun an den Joghurt. Dieser wird in ein kleines Gefäß gepackt, ein wenig Zitronenabrieb drauf, den Knobi hineinpressen, den Koriander drauf, ein wenig Olivenöl mit Salz und Pfeffer abschmecken und dann einfach den Zauberstab hinein und ordentlich durchmixen. Je nach Lust und Laune oder Vorhaben könnt ihr mehr oder weniger Knoblauch hineingeben, vielleicht noch ein bisschen Tabasco oder Cayennepfeffer. Jetzt geht es an die Avocado. Ich zeige euch, wie man diese am besten schält. Man macht den Kopf und den Boden ein wenig ab. Dann wird das Ganze hier so viertelles Weißes, sage ich einfach mal, durchgeschnitten mit einem schön scharfen Messer. Das ist übrigens die Sorte Hass. Ein Hass auf Avocado habe ich nicht, aber die Sorte heißt halt so. Also viertels durchschneiden und dann kann man die einfach so schön abziehen. Die grünen Avocados muss man mit einem Sparschäler schälen, weil die Schale dort ein wenig fester sitzt. Hat man das Ganze dann so schön geschält, kann man einmal drum herum fahren, mit einem Messer oder den Fingern vorsichtig halbieren, genauso vorsichtig den Kern entfernen. Und dann schneidet man einfach schöne kleine Schiffchen hinab. Chop up the salad. Einfach ein wenig durchhacken und kleine Streifen schneiden von dem Salat, in ein Sieb packen und mit lauwarmem Wasser abspülen. Endivien-Salat ist ein wenig bitter und das lauwarme Wasser entfernt die Bitterstoffe. Dann packt man das in eine Salatschleuder, schleudert ordentlich durch oder lässt es lang genug abtropfen, damit keine Feuchtigkeit mehr dran ist. Jetzt dürfen die Schalotten schwitzen. So, wir packen sie dazu in Olivenöl. Links seht ihr, wie ich die Kidneybohnen abschütte und abspüle, weil da ist immer so ein Schlapperzeug dran. Das möchte man nicht in seinem Essen haben. Das Tomatenmark muss im Olivenöl ein wenig auch anschwitzen, damit die Säure entfernt wird. Dann packt man die Tomaten hinein, würzt das Ganze mit Salz und Zucker. Wenn man möchte, kann man noch ein bisschen Tabasco hineinmachen. Und nun backen wir die Fladen aus. Dazu einfach in eine heiße Pfanne ein wenig Olivenöl geben, mit Zewa ausreiben und eine große Schöpfkelle von dem Teig hineingeben. Und so schön gekonnt einmal rumschwenken, damit es schön rund ist. Circa 2-3 Minuten auf einer Seite. Es darf ruhig schön heiß sein, dann wendet man das Ganze, so sollte das ausschauen, tipptopp. Die fertigen Fladen packt man einfach bei 80 Grad in den Ofen und lässt sie dort schlummern, bis alle Fladen fertig sind. In das Zwiebel-Tomaten-Konfit packt man nun Oregano und die Kidneybohnen, lässt das Ganze 10 Minuten schwitzen, bis die Feuchtigkeit raus ist. In der Zwischenzeit hobelt man den Käse schön ordentlich in kleine Streifen, man kann ihn auch schneiden, wenn man möchte. Und dann geht es ans Anrichten. Wir haben hier die Paprika, den Käse, die Avocado, unser Tomaten-Kidneybohnen-Konfit, die Joghurt-Koriander-Soße mit Knobi abgeschmeckt und natürlich den Endivien-Salat. Ganz wichtig, ein Pfannkuchen, das packt man dann auf eine Alufolie oder auch auf den Teller. Auf den Fladen ein wenig von dem Tomaten-Bohnen-Konfit verteilen
oder auch Chilipaste genannt. Dann kann man hier die Avocado-Streifen schön drauflegen. 4-5 Stück. Ich habe 4 genommen. Die grünen Paprika verleihen dem ganzen Gericht die nötige Frische und Bitterkeit. Dann den frischen Endivinsalat, Käse und die Joghurtsoße obendrauf. Schlägt es unten ein und von links und rechts einmal. Ich bin kein Profi im Wickeln von Wraps, aber es sieht ganz gut aus und es hebt. Dann kann man Alufolie drumherum machen oder direkt in die Hand nehmen und essen. Aber die Alufolie verhindert halt, dass es unten raustropft und der ganze Teller versaut wird. Andale, andale, arriba! Würde der Mexikaner jetzt, glaube ich, sagen. Egal, der Wrap ist fertig, sieht super lecker aus. Viel Spaß beim Nachkochen und lasst es euch schmecken dann. Bam! Die Avocado-Wraps waren super fantastisch, extraordinär lecker, super fragitalisch, extra allegetisch, allergisch. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir einen Daumen da. Also drückt auf Daumen nach oben. Ich will nicht euren Daumen haben. Lasst mir einfach ein Däumchen da. Also ihr wisst, was ich meine. Und stimmt unten ab im Straw Poll, was ihr als nächstes sehen wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Hauen Sie rein, können Sie raushauen.